Ich wünsche dir oder euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal zu Dark Souls 3. Letzte Folge sind wir ja hier dann tatsächlich endlich in The Ringed City angekommen. Ja. Wer sich das angeguckt hat, wird immer noch ein Grinsen auf der Backe haben, weil es für mich einfach mehr als in your face war. Ja, wir sind jetzt hier an diesem Sumpf immer noch angekommen, haben hier oben immer noch den guten Engel irgendwo rumschwirren. Der auf uns schießt und uns schon wieder verseuchen möchte, beziehungsweise verfluchen will. Und dementsprechend machen wir uns mal ganz schnell hier hinten rüber. So. Ja, also es ist wie gesagt kein Spaziergang hier durchzulaufen. Da oben sind auch noch unsere Seelen. Ich glaube, dass ich auf die pfeifen werde. Ja, wir werden uns jetzt hier mal versuchen, hier an der Seite vorbeizustellen. Ich hoffe, dass das klappt. Keinerlei Deckung. Oh, Alter! Da kommt auch noch Captain Klopsberger. Geil, ich freue mich. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Da hinten vielleicht? Ja, tot. Ja, da scheint es tatsächlich weiter zu gehen. Ja, ne? So viel dazu. Also wie gesagt, es ist mehr als unangenehm, dieses DLC. Es ist für jeden, ich sage mal, Anfänger in diesem Spiel einfach fast unmöglich, hier das einigermaßen so zu stemmen, dass du da ohne Probleme durchkommst. Ich bezeichne mich jetzt selbst auch nicht als Anfänger, aber das ist echt heftig. So, der Kollege saß vorhin noch da oben, jetzt steht er hier unten, wir reden mal mit ihm. Oh, there you are. You remember that treasure? In the, well, I fetched it for you. Oh, it was only a hop and a skip. I needed a rest from old Nan over there. Here. Go ahead. It's yours. Eine Titanitscholle, geil. This really is a dreck heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every... It actually sort of lends credence to the old rumors. This really... Netter Dude, ne? Der bringt uns hier mal eben eine Titanitscholle an den Start. Das ist natürlich sehr geil. Mit der wir aber jetzt im Moment gar nichts anfangen können, oder? Ja, nö. Wir kommen hier übrigens mittlerweile auf 75. Da würde ich gerne mal gerade was schauen wollen. Wenn wir jetzt hier die andere Rüstung anlegen würden, die ja ein Stück leichter ist als die eine, würde ich gerne mal gerade schauen wollen. Oh, jetzt kommen wir tatsächlich auf 70. Und wenn wir jetzt hingehen würden und dafür dieses zum Beispiel nehmen. Nee. 70, 9, 70, 3. Das gibt keinen. Also noch nicht ganz. Wir können bald, wir können es bald nutzen. Vor allem auch einhändig. Also wir müssen da noch in Stärke investieren, klar. Aber wir können tatsächlich so langsam anfangen, dieses Ding aufzupimpen. Finde ich auch sehr geil. Wir reisen mal eben ganz kurz in den Feuerbannschrein. Und schauen uns an, was wir dafür noch gleich brauchen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Funkeltitaniten war oder Titanitschollen. Irgendwie sowas brauchten wir da bestimmt. Das schauen wir uns mal ganz flott an. Wir haben jetzt gerade leider überhaupt keine Seelen, weil wir gerade gestorben sind. Aber ich möchte trotzdem mal gerade wissen, was wir da genau brauchen. Verstärken. Funkeltitaniten. Davon haben wir tatsächlich 5 Stück. Stark. Bedeutet, das ein oder andere können wir dann. Können wir das Ding eigentlich auch durchwirken oder geht das nicht? Ich glaube, das ging nicht, ne? Nee, das ging nicht. Also das wäre auch zu krass, weil es einfach eine sehr starke Waffe ist. Wir werden das Ding aber auf jeden Fall auf Stufe 10 bringen. Ob wir das in diesem Run noch schaffen oder ob wir das nachher ausgelagert dann auf Twitch im NG1 machen, das sehen wir dann einfach mal. Aber nur mal ein kurzer Anteaser für euch. Sobald wir mit der Runde hier durch sind,
überlege ich tatsächlich noch, ob ich das Ganze entweder im NG1 spiele auf Twitch, auf meinem Kanal. Wer das dann da verfolgen will, darf das gerne tun. Oder ich das hier vielleicht sogar mache auf YouTube und da einfach einen neuen Run draus mache. Ich hatte aber eigentlich, das würde aber dann auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt erst passieren, weil ich, Moment, weil ich nämlich tatsächlich für YouTube eine andere Idee hatte. Ja. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Es tut mir leid für die Nicht-Kommentierung. Solange mich dieser Engel noch erreichen kann, tut mir leid, habe ich keinen Bock auf diese Typen. Nein! Ich muss mich hier wieder einmal kurz konzentrieren. Ja, wenigstens. Alter Schwede. Hat er mich tatsächlich umgehauen. Ja, und dann da oben dieser kleine Punkt, Punkt, Punkt noch dazu. ja, ich hatte für YouTube, wie gesagt, noch eine andere Idee gehabt. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also ich weiß noch nicht, ob das dieses Jahr noch kommen wird, ob ich das dieses Jahr noch umsetze oder da den neuen Run draus mache. Es wird auf jeden Fall irgendwas mit Dark Souls zu tun haben. Weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich würde gerne Dark Souls, ob es 1, 2 oder 3 ist, mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Sache kombinieren. Ja, ist dann auch irgendwann mal gut, ne? Heilige Scheiße, ist das anstrengend hier, ey. Ja. Ja, ach, wir können uns ja nochmal umziehen, ne? So, dann auf ein neues. Ja, dann bin ich jetzt eben vergiftet. Ist mir auch egal. Lauf! Lauf, was das Zeug hält, mein Guter! Heimatknochen, okay.
Tja, wie geht's hier weiter, Leute? Mal ganz kurz eine Sekunde zum Verschnaufen. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir irgendwie hier diese komischen Ranken hochlaufen müssen. Wie wir das Ganze machen oder wie wir da hochkommen oder welcher Weg der richtige ist, das kann ich gerade im Moment absolut noch gar nicht beantworten. Weil hier geht's ja so auch nicht weiter. Das Ding ist eben dieser blöde Engel da oben. Dieser Engel, der geht mir tierisch auf die Nerven. Da unten rennt auch noch so ein Captain Klops rum. Ich meine, wir haben natürlich die Möglichkeit, dort hinten auf die Ranken hochzukommen und dann dort hoch. Aber solange dieser Engel da rumschwirrt, habe ich gerade absolut keine Ahnung, wie man das überleben soll. Hier könnte man noch hoch. Dann käme man darauf. Und vielleicht irgendwie da oben hoch. Das könnten wir nochmal versuchen. Solange wir vergiftet sind, sollten wir das auch vielleicht tun. Aber erstmal möchte ich ihn hier töten, weil dann haben wir hier ein bisschen mehr einen Rückzugsort, wo wir uns verstecken können. Ja, also staggern ist bei ihm absolut gar nicht, ne? Also... Drückt rein, das ist nicht mehr normal, ey. Ist er tot? Ja, mein Gott. Titanitbrocken. Ja, das mit dem Vergiften ist halt hier so eine Sache, ne? So, jetzt möchte ich das nochmal ganz schnell hier vorne irgendwie abchecken, ob das tatsächlich funktionieren könnte oder nicht. Der Engel scheint uns von hier auf jeden Fall nicht zu sehen. So, was ist, wenn wir da die Ranke hochlaufen? Dann könnte es sein, dass wir da irgendwo hinkommen. Wenn wir da nicht hochkommen, sind wir sofort geliefert. Wir sind sofort tot. Weil er uns einfach in Fokus nimmt und wir direkt daran draufgehen. Da hinten gab es noch eine Möglichkeit, um auf eine Ranke hochzulaufen. Das war dort, wo unsere Seelen weg waren. Dann haben wir da noch eine Möglichkeit. Da sehen wir noch so ein Plateau in der Mitte. Aber ob es da weitergeht, da kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Ich würde jetzt als allererstes mal versuchen, mich hier runterspringen, hier runterzufallen zu lassen und hier vorne auf dieses Ding hochzulaufen. So, und itemgeil, wie ich mal wieder bin. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Weg, 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 weg. So, ich glaube nicht, dass wir da weitergekommen wären. Oh! Alter, die Nummer ist von denen echt asozial, ey. Ha, aber hier kommen wir hoch. Da gibt es noch Dächer. Glaube, da ist aber nichts. Zumindest nichts, wo ich jetzt was sehen könnte. Ja, das Problem ist, wenn wir uns jetzt auf das Dach fallen lassen, könnte es sein, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Es kann aber sein, dass wir da auf die Ranke laufen können und irgendwo da hochlaufen können. Naja, wir gucken uns erstmal hier um. Weil der hier ist mir deutlich lieber als dieser Olengel. Ja. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf die Rabau... Was zum Teufel bist du? Okay, wir trinken mal was. Das ist ein Pyromant. Na, ja, es war klar, ey. Es ist eine Frechheit, dass diese kleinen Gauner so viel aushalten. Ja, schlag doch zu! Mein Gott! So. Was? Der hat doch schon einen abbekommen. Ja, klar.
So, dann komm mal her, meine Frau. Wüstenpyromantin, frag heim, wie du hier hinkommst. Sieht mir auf jeden Fall nicht nach einer Wüste aus. Ja, genau. Alter, darf ich auch mal? Es reicht jetzt langsam. So. Ja, also jetzt reicht. Ne, nächste Runde auf jeden Fall Finsterschwert. Da ist dieses Teil hier auf jeden Fall viel zu behäbig für die Alte. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal da durchlaufen. So, Sekunde, wir rüsten direkt um. Mit Feuer werden wir bei der auf keinen Fall weiterkommen. Das bedeutet, wir brauchen was Schnelles. Und das haben wir jetzt. Ja, hat sich's ausgekoboltet. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, da vorne die Ranke hochzulaufen. Mitten in diesem Sumpf liegt vor allem halt auch noch ein Item drin. Ach, guck an, jetzt habe ich vor allem auch... Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wo diese blöde Schnecke rumhängt, die diesen gottverdammten Engel beschwört. So, die holen wir uns jetzt mal als erstes. Ist das ein knackiger Weg darauf, ey. So. Und jetzt meine ich gesehen zu haben, dass sie hier oben auf diesem Dach hockt. Wo? Nicht runterfallen, das kann ich gerade gar nicht brauchen. So, irgendwo habe ich, meine ich, gerade hier das Vieh gesehen. Mir fast sicher, ich habe sie gerade hier irgendwo gesehen. Da oben ist sie. Ich hab dich. Der Engel ist jetzt gleich Geschichte, das schwör ich dir. Hallo. Hau rein. Dich braucht hier niemand mehr. Was ein Glück, ey, dass wir das schon mal los sind. Funkeltitanit, sehr gut. Zeit für Rache, ganz genau. Aber sowas von. So. Damit sind wir den Engel auf jeden Fall schon mal los. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier ordentlich droppen, dass wir da wieder runterkommen. Wieso macht er da unten Schaden? Verstehe ich nicht. So. Hä? Wieso hat er Schaden bekommen? Hat er vom Engel einen kassiert? Na, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Immerhin sind wir diese blöde, gottverdammte Schnecke los. So. Ja, ich habe euch euren Schatz geklaut. Diese kleinen gottverdammten Säcke, ey. So, das war das. Ja, fall da runter, genau. Tschö. So, weiter geht's.
Es ist auf jeden Fall offensichtlich so, als... Wenn ich diese andere Schnecke noch finde, ne? Also ich nenne sie Schnecken, ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht auf jeden Fall widerlich aus und alles, was widerlich aussieht in dieser Welt, sind für mich Schnecken. Ich hoffe nicht, dass diese blöde Pyromantin da von hinten noch kommt und uns irgendwie, dass dieser Gegnertyp hier irgendwie den Waypoint noch findet. Ja, diese zweite Schnecke da hinten für den zweiten Engel, die wäre mal ganz hilfreich, die zu finden. Unten voraus. Ich sehe da unten nichts. Also ich sehe natürlich die Ranke, die da ist. Aber okay, da ist tatsächlich nichts. Das heißt, wir gehen wir besser mal zurück. So, einmal trinken. Und jetzt springen wir da runter. Alter, das war aber knapp. Ja, das heißt, wir müssen in diese Richtung. Moment, ich brauche mal gerade einen Moment meine Ruhe. Unten voraus. So, jetzt sind wir ja hier unten. Aber wie geht's weiter? Weil da geht es ja nur dahin. Da hätten wir auch da oben drauf bleiben können. Da wären wir auch genauso dahin gekommen. Hier, ach, guck an, hier ist noch Funkeltitanit, sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier wieder weg, ne? Wir kommen ja nur weg, indem wir wieder zurücklaufen. Also es gab hier anscheinend nur Items. Bedeutet, es muss unter uns irgendwo weitergehen. Sprich, wir könnten jetzt da runter, uns runterfallen lassen, in der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Um dann dort dieses Item an der Schwertspitze noch zu bekommen, weil das wüsste ich gerade sonst nicht, wie wir da dran kommen würden. Also doch, wir könnten da vorne hochlaufen. Ja, dann machen wir das. Gut, dann versuchen wir hier mal runterzukommen, ohne dass wir sterben. Ich wüsste gerne mal, wo deine Schnecke ist. So, hat sich das erledigt. Ach, hier trifft er mich auch noch, okay. Naja, jetzt hat es auf jeden Fall erledigt. Also mit Engeln haben wir jetzt erstmal, hoffe ich mal, nichts mehr am Hut. Wir werden jetzt da runtergehen in diesen Sumpf. Versuchen, die Items, die da noch sind, irgendwie abzugrasen. Ich hoffe nicht, dass wir da hinten irgendwie einen Weg übersehen haben. Das wäre nicht so gut. So, den Riesentypen da, den würde ich ehrlich gesagt auch gerne aus der außen vor lassen. Da vorne ist noch ein Item. Und da auf der Wurzel ist auf jeden Fall auch noch eins. Captain Klops ist da hinten. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall mal kurzzeitig einen Moment Zeit, um uns mit denen hier auseinanderzusetzen. Ich werde mich auf jeden Fall wieder vergiften. Schnell, 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 schnell. Okay, wir haben ihn nicht gepult. Das ist schon mal was wert, aber da ist noch so einer. Na, verdammt. Okay, rennen wir mal hier rum. Und dann mal da hinten hin. So. Und jetzt geht's hier rauf und dann können wir uns da hinten das Item noch klären. Mein Gott, ey, wenn man hier Kilometergeld bekommen würde, Leute. Ha!
So. Ach, guck an, wer überlebt hat. Du triffst uns hier nicht. Ich treff dich aber. Wollen wir wetten? Das ist natürlich jetzt eine sehr ungünstige Position. Wenn wir mit ihr hier ein Tänzchen wagen wollen. Okay, ich versuch mal was. So, sie rennt jetzt da hinten rum. Ich könnte mir in der Tat gut vorstellen, dass es da hinten irgendwo weitergeht, weil das ist das einzige Plateau, was wir jetzt noch nicht kontrolliert haben. Und alles andere ist für mich jetzt erstmal so gesehen etwas undurchsichtig. Oder ich würde jetzt keinen anderen Weg ausmachen können. Bedeutet, wir werden erst diesen Captain Speck da umbringen müssen. Komm her! Müssen wir, weil wir müssen uns gleich mit dem anderen da hinten auch noch anlegen. Weil, wie gesagt, wir brauchen hier ein bisschen Range, um auch mit der alten das Tänzchen noch zu wagen. Ach Mann! Die halten halt auch unheimlich viel aus, die Kollegen. Und man hat kaum einen Moment, wo sie mal nicht schlagen. Außer der jetzt. Das war's. Brocken, sehr gut. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten von denen. Und der rennt da hinten rum. Mit der Frau. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist, aber sie ist auf jeden Fall noch da. Da scheint es auf jeden Fall auch weiterzugehen. Nicht weggehen, komm her! Ach krass, guck mal, wenn man ihm ins Auge schießt, das mag er gar nicht. Das findet er gar nicht cool. Alter, Kamera! Das war jetzt ziemlich dämlich. Da bin ich gierig geworden. So. Da oben habe ich gesehen, ist auch noch ein Item. Aber wie ich da hochkomme, da komme ich wahrscheinlich nur hoch, wenn ich bei dem anderen Engel bin. Das heißt, hier von der Seite aus schaffe ich das auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich noch 6 Flasks, um mich mit der Dame anzulegen. Vor allem ist die Frage, wo ist sie abgeblieben, ne? Vielleicht ist sie tatsächlich zu ihrem Plateau oben zurück. Ich habe keine Ahnung. Seelencontainer, sehr gut.
So. Schatz wird benötigt. Versucht links. Ja, also hier ist auch nichts. Ich hoffe nicht, dass das wieder irgend so ein Rätselspaß ist von From Software, dass man hier wieder irgendwie jetzt was ganz einfach übersieht. Ja, also schwierige Kiste wieder. Wo geht's weiter? Also es muss ja auf jeden Fall hier irgendwo weitergehen, weil man kommt ja nicht mehr zurück in den anderen Bereich. Da liegt noch ein Item. Okay. So, hier kann man auch noch hoch. Das bringt einem aber, glaube ich, gar nichts, ne? Nein. Tja, das ist wieder mal so ein Moment, wo ich etwas überfragt bin. Hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Wir sind ja hier runtergestürzt, ne? Das ist eben das, wo ich sage, es muss eigentlich hier in diesem Bereich weitergehen, weil anderweitig geht es ja nicht, weil man kommt ja nirgendwo anders mehr aus. Wenn ich mir das da oben angucke, wir sind ja vorhin hier lang gelaufen. Aber da ist ja auch noch eine Ranke. Und da muss man ja dann auch irgendwie noch darüber kommen können. Gut, wir rennen noch da hinten rüber. Oder wieder da hinten rüber. Vielleicht haben wir hier auch irgendwas übersehen. Das ist natürlich immer blöd, wenn du in so einem Bereich hier unterwegs bist und dann so viele Gegner auf einem Haufen hast. Du hast nicht die Zeit, um dich irgendwie großartig auf gewisse Punkte zu konzentrieren. Und dementsprechend ist das natürlich eine ziemliche Mammutaufgabe, sich hier generell überhaupt dann durchzukämpfen. Aber es gäbe natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, noch irgendwie dort hochzukommen und dann da hinten auf die Ranken zu kommen. Das müssten wir noch ausprobieren. Aber wir landen ja auf dieser Etage. Wir müssten eigentlich noch höher kommen, um halt irgendwie auch, ja, es sieht einfach geil aus, ne? Das muss man so sagen, mal gerade hier so am Rande sagen. ja, also da hinten ist dieser andere Engel noch. Da ist die Ranke, auf der wir schon gewesen sind. Aber irgendwie muss man doch vielleicht auch auf die da hinten kommen können. Das müssen wir irgendwie noch ausprobieren. Ja, da rennen wir dann eben nochmal hin. Moment, hier geht es aber auch nicht weiter, ne? Und es gibt hier auch nicht wieder irgendwie so einen Punkt, wo man runterstürzt, wo ich mich dann einfach wieder mal vollends erschrecke und denke, ach du Scheiße, wer hat sich den Scheiß wieder ausgedacht? Kommst du denn jetzt wieder her? Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen, ne? Wir müssten ja da unten auf die Ranke drauf. So, Sekunde, wo führt uns die denn hin da? Die geht einfach nur ins Leere, okay. Also es ist mit Sicherheit irgendwie wieder so ein Rankentrick hier. Ein Weg, den man nicht so schnell findet. Wo man irgendwo hinkommt. Das ist ein Weg, den man nicht so schnell eruiert bekommt. Ich meine, da könnte man auch noch hochlaufen. Sekunde, das gucken wir mal eben. Da käme man ja auch noch irgendwo hin, ne? Schauen wir mal. Also da geht es nicht weiter. Aber wenn wir da auf das andere Dach rüberlaufen, könnten wir auf dieser Ranke dann da rüberspringen. Aber da kommen wir ja auch nirgendwo hin. Wir gucken mal. Wir kommen ja so wieder auch zurück. Also von daher ist das ja jetzt weniger das Problem.
So, auf dieser dicken da kämen wir auf gar keinen Fall weiter. Okay. So, wenn man jetzt hier hochrennt, gehen wir mal da auf das Dach. Da ist auf jeden Fall auch eine Nachricht, aber das sieht mir auch nicht so aus, als wäre das wirklich eine Alternative zum Hauptweg. Steht eh wieder nur sinnlos. Ah, Nachricht. Ja, schön. Große Klasse. Ja, da geht's nirgendwo hin. Da geht's auch nirgendwo hin. Hm. Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ich versuche in der nächsten Folge auf jeden Fall hier noch einen Weg herauszufinden und zu schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn ihr neu dazugekommen seid, lasst mein Abo da, haut ein Like raus, haut einen Kommentar raus. Und für alle Eingesessenen, die das Ganze hier von Stunde 0 an schon mitgucken, immer wieder gerne auch ein Danke an euch, dass ihr das hier supportet und hier meinen Kanal so hoch schätzt, wie ihr das in den Kommentaren ja auch immer gut preisgibt und mir immer viele Tipps und Tricks gibt. Dafür bin ich auch immer sehr dankbar. Und natürlich euch daran haltet, dass ihr mich nicht spoilert. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, und bis wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ja, bis dahin, haut rein, ciao.